Ja, schon. Ich würde schon gerne heiraten. Ich glaube, das haben ganz viele Mädels, seit sie denken können. Ne? Wir sind halt auch so diese Disney Generation und so, so von klein auf irgendwie in unsere Köpfe geprügelt, dass wir irgendwann den Mann finden, mit dem alles toll ist und für happy ever after und für immer zusammenbleiben, den heiraten wir dann irgendwann. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Ich habe das wirklich mein Leben lang gedacht. Ich bin jetzt aber leider die Plattform, die ich dir noch geben würde, die allerletzte wahrscheinlich in diesem Jahr. Und habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, sie hat sie einmal so ganz kurz komplett auseinandergepflückt. Aber dann, ein paar Folgen später, da wird vor allen in den Pool gehen und dann ist es auf einmal nicht mehr schlimm. Wie hohl willst du sein? Ja, und alle, die haten, ertragen müsst ihr mein wunderschönes Gesicht auf euren Bildschirmen, ob ihr wollt oder nicht, noch eine sehr, sehr lange Zeit. Bam, Leute, bam. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz und ich heiße dich hier heute willkommen zur Instagram Recap. Es geht weiter und das Video kommt eher ein bisschen unerwartet. Ich bin voll kaputt. Ich musste noch schlafen. Ich hatte mir heute eine Proteinpizza gemacht und bin danach quasi eingepennt, obwohl ich ein Video hätte drehen müssen. Wollen. Und zwar wollte ich Aito machen. Dann habe ich einmal zu Gabi gesagt, hör zu, nimm dir frei. Ich bin K.O., weil hier war der CSD am Wochenende. Und Leute, der war mega. Ich werde euch gleich ein bisschen im Vorgeplänkel was erzählen. Ach, es tut auch echt mal gut, solche Erfahrungen zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir reden ja auch, ne, viel darüber, wenn hier mal was nicht so läuft. Ja, wenn wir uns ungeliebt fühlen, wenn, ne, so irgendwo was zwickt und so. Und ich finde es aber genauso wichtig, darüber zu reden, wenn Dinge richtig gut laufen und die dann anzuerkennen und sie zu feiern. Einfach die, ja, das Positive nicht aus den Augen zu verlieren, weil es gibt auch davon viel. Nur manchmal scheint es einem nicht so. Ganz zu Beginn möchte ich gerne über etwas mit euch sprechen. Und zwar reden wir heute über das Thema Tierkrankenversicherung. Wie ihr wisst, habe ich nämlich zwei Hunde, den Williams, Charlie und Toni. Und die beiden sind ja mittlerweile 12 Jahre alt. Und ich habe mich damals leider für keine Hundekrankenversicherung oder Hunde-OP-Versicherung entschieden. Und ja, das hat mich viele, viele Euros gekostet. Es ist nicht selten, dass wir für einen Zwischenfall auch mal 2 oder 2.500 Euro bezahlen. Dieses Jahr hatten wir das verletzte Auge von Charlie. Da musste ihm Schweinekollagen transplantiert werden, weil sonst wäre sein Auge ausgelaufen und er wäre blind geworden. Das Ganze entstand einfach dadurch, dass die beiden Hunde gekämpft haben und aus einer anfänglichen leichten Schramme dann eine riesige Geschichte wurde, weil sich Keime eingenistet haben und deswegen möchte ich euch heute die Hundekrankenversicherung und die Hunde-OP-Versicherung von Barmenia einmal näher bringen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch für eure Katze abschließen. Ich als Hundevater sage dann immer automatisch Hunde, Hundeversicherung. Und zwar gibt es einmal die Hundekrankenversicherung. Diese deckt eine Vielzahl von medizinischen Kosten ab, wie zum Beispiel die regelmäßigen Tierarztbesuche, die ihr so aus dem Alltag kennt, Vorsorgeuntersuchungen, Medikamente, Behandlung bei Krankheiten und sogar Physiotherapie. Und ihr wisst, Doni und Charlie gehen beispielsweise zweimal die Woche zu Physio und das läppert sich dann auch ganz schön schnell. Aber es hilft. Die Jungs, also ich denke, Doni könnte bestimmt nicht mehr laufen, wenn wir nicht regelmäßig an seiner Muskulatur arbeiten würden. Mit der Hundekrankenversicherung von Barmenia bist du also gewappnet vor den alltäglichen Kosten. Und du gehst dann auch nicht mal mit so einem riesigen Bauchschmerz zu so einem Arzttermin, weil dann geht es nämlich nur noch darum, dass es deinem Hund richtig gut geht und du hast nicht im Nebenkopf noch die Gedanken über die Arztrechnung, ob du die noch bezahlen kannst. Weil ich finde, wenn das noch dazu kommt, dann bist du verloren. Es gibt auch nur die Hunde-OP-Versicherung. Hierbei handelt es sich, wie man sich das denken kann, um Kosten, die im Zusammenhang mit einer OP entstehen. Die Hunde-OP-Versicherung umfasst nicht nur die Kosten für die chirurgischen Eingriffe, sondern auch die Kosten für die Voruntersuchung, die Nachsorge und auch die Unterbringung in der Klinik. Und diese Versicherung ist gerade sehr, sehr wichtig bei so plötzlichen Geschichten. Weil da bist du dann auf einmal dann auch auf dem Sonntag in der Nacht beim Notarzt und dann kannst du das Ganze nochmal 3.000 Euro mehr so. Damit du hier in kein finanzielles Loch fällst, macht die Versicherung großen Sinn. Du kannst dich also entweder für die Hunde-OP-Versicherung alleine entscheiden oder aber du nimmst die
Hundekrankenversicherung, die ich am Anfang erklärt habe. Da sind die Leistungen der Hunde-OP-Versicherung ohnehin mit drin. Für weitere Infos geh einfach unten in die Infobox, da habe ich den Link hinzugefügt. Da kannst du dann alles erfahren für den Schutz deines Vierbeiners. Ja, und nun gehen wir weiter in das Vorgeplänkel. Leute, CSD, ich habe es euch ja gesagt, ich bin jetzt so ganz ehrlich zu euch. Ich bin gestern aufgestanden und ich wusste, es wird um 10.30 Uhr ein großes Frühstück, Sektfrühstück geben bei Freunden von mir. Wir waren am Ende irgendwie so 50 Leute. Ich wusste das auch, habe das schon gehört. So. Und ich bin dann am Samstagmorgen eine Stunde früher wach gewesen, weil ich irgendwie schon so ein bisschen so eine Aufregung im Bett verspürt habe, weil ich mir so dachte, okay, 50 Leute, ich wusste noch nicht, was ich anziehen möchte. Ich war so hin und her gerissen zwischen, weiß nicht, mache ich was Verrücktes oder eher nicht, so. Am Ende habe ich mich einfach für eine schwarze Sporthose entschieden und so ein Oberteil und habe mir so gedacht, nee, du musst halt nicht verrückt aussehen, Hauptsache du fühlst dich wohl. Ich habe dann noch meine Managerin angerufen und habe zu ihr gesagt, weißt du, also ich hatte eh 2-3 Themen, die ich mit ihr kurz besprechen wollte, aber wir haben auch so ein vertrauensvolles Miteinander und ich habe sie da einfach einmal kurz gebraucht, weil ich da gerade auf dem Weg war zum Kiosk. Also ich hatte mir einen Limoncello-Spritz gemacht, bin mit dem, also mit diesem Glas hier raus, ne, zum Kiosk, habe mir Zigaretten geholt und dann musste ich noch zur Apotheke, um mir Minoxidil für meine Haare zu kaufen. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, guck mal bitte, ich habe hier schon einen Drink to go, bevor ich dort bin, weil ich irgendwie aufgeregt bin und jetzt hole ich mir auch noch Zigaretten und ja, es ist einfach, wie es ist. Und ich möchte aber gerade nicht streng zu mir sein, weil natürlich habe ich diese beiden Dinge getan, weil ich aufgeregt war vor dem Tag. Also ich war mir deswegen nicht böse, weil ich habe auch echt kurz mit mir ein kurzes Selbstgespräch geführt und habe so gesagt, ja gut, Sani, dann ist das halt so. Dann hast du da jetzt hier gerade irgendwie eine kleine Social Anxiety, hast irgendwie Schiss, dass, keine Ahnung, eine unangenehme Situation kommt, I don't know, du dich unwohl fühlst und jetzt brauchst du das gerade. Brauchst du hier einfach mal für deine Nerven einen Drink und brauchst eine Kippe. So, und dann war das auch okay. Heute habe ich zum Beispiel, ich habe heute noch ein paar geraucht, aber dann habe ich meine Schachtel auch wieder ertränkt, weil Wochenende ist vorbei. Ich trinke jetzt wieder gesunde Sachen, ich nehme meine Vitamine, ich gehe ab morgen wieder zum Sport. Aber am Wochenende habe ich das so gebraucht und es war dann auch in Ordnung. Und ich habe aber auch zu meiner Managerin gesagt, weißt du, ich bin hier gerade so aufgeregt und ich spüre aber, es wird ein richtig guter Tag. Und Leute, am Ende des Tages wurde es wirklich ein richtig guter Tag. Das Vortrinken am Morgen war richtig, richtig toll. Ich habe viele tolle Gespräche geführt. Ich habe mich die ganze Zeit über wohl gefühlt. Dann gingen wir auf die Parade in der Gruppe und auch da, es war wirklich, wirklich richtig, richtig toll. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit und ja, ich hatte dann auch ein paar Knutschpartner. Also ja, irgendwie ist gerade der Run ein guter und ich habe mir aber auch vorgenommen, auf Attacke zu gehen. Also schon auch zu flirten. Ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass ich auf einem Tagesfestival war und da dann ein vergebener Kumpel von mir ja mit einem Typen rumgemacht hat, den ich aber irgendwie toll fand, so unter anderem, den fanden wahrscheinlich mehrere Leute toll und dass mich das dann so gekränkt hat, aber mit ihm habe ich auch darüber geredet und ich habe ihm ja auch gesagt, dass mich das gekränkt hat und dann kam für mich so bei diesem Gespräch raus, dass er mir halt ein paar Hintergrundinfos gegeben hat und halt so meinte, Maus, von nichts kam halt auch bei ihm nichts, ne, sondern die haben halt miteinander geredet. Die haben, mein Kumpel hat auch ein bisschen Attacke auf den gemacht und so kam das dann. Und ich nahm daraus einfach nur mit, dass Menschen gar nicht wissen können, dass ich sie toll finde, wenn ich denen das nicht zeige. Und deswegen habe ich mir für dieses Wochenende vorgenommen, ich mache das. So, und dann ja fing das Ganze relativ zügig an, dass da ein wirklich sehr, 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 sehr hübscher Kerl anfing so mit mir zu reden und ich dachte so, hä? Also so in der Gruppe, ne, so ein bisschen mehr dann auch mit mir zu reden, wo ich dachte, okay, krass, der sucht jetzt eben gerade schon den Kontakt zu mir, was ist das hier? Und ich habe aber so gesagt, nee, du gehst jetzt auch drauf ein. Hab mir so überlegt, und wie findest du den? Hab gedacht, den finde ich richtig toll. Und ja, dann haben wir relativ schnell
rumgeknutscht und wir haben gestern echt viel und gut rumgeknutscht und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und was ich aber sagen muss, was halt relativ neu wieder ist, und das ist so dieses Ding, wo ich so denke, okay, krass, es ist einiges passiert, ich agiere ganz anders. Also, diese Küsse waren sehr, sehr toll und ich habe dann aber auch das Gespräch mit ihm gehabt und habe halt so gefragt, was das so für ihn ist. Ne? Und er hat gesagt, was er gesagt hat. Und zwar, dass er gerade nichts Festes sucht und dass er eigentlich gar nicht auf Typen steht. Aber hey, so, und ich habe dann aber auch verbalisiert und habe halt gesagt, ja cool, dann weiß ich Bescheid. Aber dann nehme ich das als das, was es gerade ist. Und es ist gerade einfach eine richtig schöne CSD-Geschichte, die mir mein CSD auch voll versüßt. Und ich habe dann da keine weiteren Erwartungen. Und dem war dann auch so. Und dann fand ich auch sehr spannend, dass er zwischendurch und danach halt auch irgendwie so mit anderen Menschen geflirtet hat. Und ich das gar nicht schlimm fand, weil ich das auch gemacht habe. Und ich merke gerade, dass ich so eine, also Detachment ist gerade meine Wahl. Detachment einfach mitnehmen und genießen und einfach auch selber sich nicht so in so eine Opferrolle bringen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich das sehr, sehr gut kann. Dass ich dann mich gerne suhle in so, ich mag eh keiner und bla und so. Und es macht viel mehr Spaß, wirklich so einfach zu genießen und nicht so viel zu wollen, wo es eben nicht so viel zu holen gibt. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr mir folgen? Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und mir geht's heute auch prächtig. Ja, genau. Ansonsten habe ich gestern auch echt einige von euch getroffen. Wir haben tolle Fotos gemacht. Ladet sie bitte alle hoch auf Insta. Ich will die alle sehen. Eins habe ich bis jetzt bekommen. Ich sage euch immer, sprecht mich gerne an. Und wenn wir ein Foto machen, bitte schickt mir das. Ich will das sehen. So, und es gab eine Unterhaltung, die hat mich dann auch wirklich zu Tränen gerührt. Da musste ich wirklich weinen. Da hat mir eine Schnuffelhäsin gesagt, dass sie eben meine Videos sehr, sehr viel geben und dass sie irgendwann von einem Jahr dann dank der Videos aufgehört hat, sich selbst zu verletzen. Und als sie das gesagt hat, da war so eine krasse Emotionalität in unseren Blicken, ging es nicht mehr. Da habe ich wirklich geweint und es hat mich wirklich so, so gerührt. Und das bestärkt mich einfach, immer weiterzumachen, weil das hier ist nicht einfach ein Trash-TV-Kanal, wo es um Bashing geht oder Leute schlecht machen. Und es gibt und gab immer Menschen, die das behauptet haben, aber diese Menschen haben keine Ahnung. Die haben gar keine Ahnung. Dieser Kanal hat mehr Sinnhaftigkeit und Tiefgang als, was weiß ich, eine U-Boot-Fahrt. Deswegen juckt mich das auch nicht, wenn sowas nochmal jemand sagt. Es ist einfach, wer hier in der Community ist, weiß, was sie ist. Und ja, mir wurde das gestern einfach in diesem Moment einfach nochmal so richtig klar. Und ich habe noch einen krassen Reminder bekommen, warum es so wichtig ist, dass ich auch heute hier sitze, an einem Sonntag, an dem, ja, ich hätte auch chillen können, aber einfach, weil es mir Spaß macht. Es macht mir Spaß. Ich möchte euch erzählen, was am Wochenende war. Ich möchte euch erzählen, wie es mir vorher, währenddessen, danach ging. Und ich will euch mitreißen und euch ein gutes Gefühl geben und euch zeigen, ey, wir stecken alle im selben Boot. Und Doni ist am Meckern und ich weiß nicht warum. Maus, hören Sie bitte auf. Jetzt geht's los. Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser wundervollen Community bei und nun starten wir. Nach der Schule habe ich tatsächlich erstmal Party Promotion auf Mallorca gemacht. Einen Sommer. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ich habe ja damals noch in Kaufbeuren gelebt. Also ich habe ja meine Schule dort gemacht. Und da war ich dann 18. Ja, 18. Und mir war aber schon klar, dass ich nicht in Kaufbeuren bleiben möchte. Es war für mich auch keine Option, in Bayern noch eine Ausbildung anzufangen und noch 3 Jahre zu warten, sondern ich wusste, ich will weg. Und habe dann erstmal gejobbt tatsächlich. Ich habe im Einzelhandel bei Telly Whale als stellvertretende Shopmanagerin gearbeitet und ein paar Monate einfach um Geld beiseite zu legen. Meine erste Wohnung war super klein, super günstig.
Ich habe damals auch noch Unterhalt sogar bekommen und Kindergeld, ja. Ich war ja erst 18 und bin halt da zu arbeiten gegangen und konnte mir da viel auf Seite legen, um dann eben meinen Umzug nach Köln zu finanzieren. In Köln habe ich dann meine Ausbildung zum Make-up-Artist absolviert, besser gesagt in Düsseldorf. Ich habe ja in Düsseldorf gelernt, in Köln gearbeitet, ich bin dann halt gependelt. Und also ins Reality bin ich eigentlich durch Zufall gerutscht. Ich war mit einer Freundin von mir in Dubai Urlaub machen. Nice and fancy Dubai und bin dann wieder zurückgekommen. Eine Woche Highlife gehabt, Living Jet Set Life und so. Und dann sitzt du wieder in Köln in deiner Wohnung. Und ich dachte mir so, kennt ihr dieses Tief nach dem Urlaub? Ihr denkt so, das ist mein Leben. Und ich konnte nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob ich gejetlaggt war oder einfach so. Mein Schlafrhythmus war einfach komplett kaputt. Und ich war dann so wach zu Hause und ich hatte nichts zu tun. Und dann war ich um 4 Uhr morgens, bin ich irgendwie auf der RTL-Seite gelandet. Und da habe ich nur gelesen, Bachelor, bewirb dich jetzt. Und dann dachte ich so, ja, why not, ne? Und dann wollten die halt so ein Fragebogen, Bilder und ein Vorstellvideo. Aber es war 4 Uhr nachts. Ich habe das eigentlich nur so Nacht- und Nebelaktion. Aber es war 4 Uhr nachts und ich habe das eigentlich nur so aus Jux gemacht, ne? Ich dachte, ich höre eh nicht wieder was von denen. So, dann habe ich halt diese paar Fragen beantwortet, 3 Bilder oder so von mir in Anhang gepackt, kein Video mitgeschickt, einfach nur die Bewerbung abgeschickt. Um 4 Uhr 21 nachts, glaube ich, war das. Ich muss nachschauen. Ich habe diese Eingangs-Mail von RTL habe ich nie gelöscht. Ich müsste die noch haben. So, danke, deine Bewerbung ist bei uns eingegangen. So, habe das da hingeschickt, dachte ich, höre nie wieder was von denen. Bin schlafen gegangen, am nächsten Tag kriege ich einen Anruf. Hi Chiara, können wir bitte noch ein Vorstellvideo von dir haben? Yeah. Dann habe ich vor der Arbeit halt noch schnell so ein Vorstellvideo gedreht. Und ich glaube, einen Monat später war ich dann in Mexiko. Habe ich auch nicht so mitgerechnet. Ja, aber so kann es dann laufen, ne? Leben ist langweilig, ich möchte gerne mehr reisen, ich möchte gerne, dass mehr los ist. Und früher hat man sich dann Urlaub gebucht auf, keine Ahnung, Expedia oder lastminute.de. Und heute bewirbt man sich bei RTL und dann geht's auch direkt nach Mexiko. Ich gehe jetzt mit Bronco unsere Abendrunde. Es ist einfach so traumhaft, wo wir wohnen. Nein, ich habe meine Lippen nicht aufgespitzt. Ich habe auch sonst keine Unterspitzungen oder Beauty-OPs. Und ich bin auch immer so ein bisschen stolz drauf, weil ich komme ja selber aus der Beauty-Branche, wo es irgendwie so gang und gäbe ist, ein bisschen nachzuhelfen, was ich auch nicht verurteile. Aber dadurch, dass ich da selber so viel mit in Berührung gekommen bin, kriegst du irgendwann wie so eine kleine Gehirnwäsche auch. Also du fängst selber an zu denken, oh, das ist nicht perfekt und da könnte ein bisschen mehr sein und da ein bisschen weniger. Aber ich habe mich irgendwie immer dagegen entschieden und bin auch proud. Also ich kann mir, wie gesagt, ich verurteile es nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, in den nächsten Jahren sollte ich jetzt anfangen, irgendwie krasse Falten zu bekommen, die mich stören, dass ich da auch so gegenwirken würde. Aber an dem Punkt bin ich halt einfach nicht. Und deswegen nein, I'm natural. Ja, ich bin immer verliebt in ihn, in mich. In unser Leben. Na, Bronco. Das ist schön. Erstens mit dem Beauty-OPs. Ich bin gespannt, wie lange das hält, weil ich glaube halt wirklich in der Branche ist halt in unserer Branche nicht viel, so wie es eigentlich natürlich wäre. Und dieses ich bin immer verliebt in mich, in ihn, in uns. Ganz toll. Ganz großes Kino. Das ist so schön. Das ist wirklich, die schätzt das, was sie hat. Ja, schon. Ich würde schon gerne heiraten. Ich glaube, das haben ganz viele Mädels, seit sie denken können. Ne? Wir sind halt auch so diese Disney-Generation und so, so von klein auf irgendwie in unsere Köpfe geprügelt, dass wir irgendwann den Mann finden, mit dem alles toll ist und für happy ever after und für immer zusammenbleiben, den heiraten wir dann irgendwann. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Ich habe das wirklich mein Leben lang gedacht. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht muss es auch gar nicht sein, ehrlicherweise. I don't know. Ich glaube schon, dass das so unsere Generation einfach ist, der das so eingetrichtert wurde. Aber mir geht es dann natürlich auch viel um diese Bindung zu Gott und mein Glauben. Einfach wenn ich denn irgendwann den Mann finden sollte, wo ich denke, der ist es jetzt für immer, dass diese Beziehung auch so vor den Augen Gottes quasi gefestigt wird. Darum geht es mir ganz viel. Aber Ich habe da jetzt auch keinen Pressure, ne? Also ich habe irgendwie schon immer gesagt, ich will heiraten, ich will Kinder, viele Kinder. Und das hat sich die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen verändert. Also klar wünsche ich mir das noch, aber ich habe diesen Pressure einfach nicht. Und ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 27, so alles cool. Ich mache mir halt einfach keinen Stress deswegen. Ich glaube einfach, je älter du wirst, desto mehr checkst du vielleicht auch so, wie
das Leben läuft und dass nicht immer alles so läuft, wie man sich das wünscht und ausmalt. Und ich bin einfach wirklich so, dass ich sage, ich gehe mit dem Flow meines Lebens und alles steht schon geschrieben und alles kommt zu seiner passenden Zeit. Und wenn es sein soll, dann wird sich das für mich ergeben. Und wenn nicht, dann werde ich auch damit leben können. Ne? Genau, mein Flow. Sie ist genau, sie spricht also, es ist so, als würde ich diese Fragen beantworten, habe ich das Gefühl. Weil mittlerweile würde ich es genau so sagen. Ey, wenn es vorgesehen ist, machen wir es. Und wenn es nicht vorgesehen ist, machen wir es nicht. Ich muss nicht unbedingt heiraten, damit ich denke, alles hat geklappt. Nee, ich weiß es nicht. Einfach mit dem Flow. Und wenn ich in diesem Leben nicht heirate, dann heirate ich im nächsten. So, fertig. Und diese Gelassenheit, ne, diesen Druck da rauszuholen, das kann so erleichternd sein. Das ist so erleichternd. Also für mich jetzt gerade in dieser Phase richtig doll. Das war klar zum Thema Valentina Emmy. Also, alleine, ich folge beiden nicht, ja? Beide sind bei mir auf der Blogliste. Aber was man jetzt so von den Trash-Seiten teilweise sieht, sieht man auf jeden Fall, dass Valentina hart im Training ist. Wo ist Emmy im Training? Ich glaube nicht, dass das Girl trainiert. Das ist aber auch völlig klar gewesen, dass die nicht gegeneinander boxen. Alleine schon so diese Unstimmigkeiten. Der eine will unter 50, der andere über 50. Das hat er sich ja auch nie so geklärt. Und also wenn man dahinter steht, Valentina hat es ja klug gemacht, muss ich schon echt mal sagen. Sie ist einfach generell beim Boxtraining geblieben. Und deswegen sage ich euch ehrlich, wenn ich jetzt hier schon ein halbes Jahr am Trainieren bin, Monate, 4, 5 Monate, dann würde ich auch aus der Ecke gesprungen kommen und sagen, Jalla, kommt, ich boxe jetzt gegen dich. Aber ich finde gerade in so einem Sport, und ich habe selber mal, also nicht richtig im Ring, aber ich habe den Boxsport mal gemacht, 2 Jahre. Na, also ich habe nie gekämpft im Ring, das heißt, es ist auch für mich Neuland. Aber ich weiß, wie hart das Training ist. Und ich weiß auch, wie unfair das ist, wenn einer schon 3, 4 Monate vortrainiert und ich steige dann erst die letzten Wochen ins Training ein. Das ist selbst für mich, die so einen großen Willen hat, würde das schwierig werden. Ich war schon kurz davor zu sagen, also wer dann so lange im Training ist, der ist schon gar kein Amateur mehr. Nein, aber wir sind ja alles keine Profiboxer. Will ich auch gar nicht werden. Sondern hier geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Gerade in dem Kampf, wenn der stattfinden würde, geht es hier um was ganz anderes eigentlich. Da gibt es nur Liegen, K.O. oder Stehen. Und um Ehre und Stolz. Und also dieser Kampf, da würde ich so gesehen gegen Valentina, warte ich schon ein Jahr drauf. Und natürlich kann man auch meine Seite verstehen. Das ist, wenn hier jetzt Esel schnipst, Alter, jetzt soll ich springen. Ich habe ein Jahr gewartet. Ein Jahr. Wir hätten uns gleichzeitig fit machen können. Und ihr seht das nicht an. Ich weiß das ganz genau. Sie ist im Training geblieben. Und ich ziehe auch keinen Schwanz oder sowas ein, aber das soll fair bleiben. Und nur weil sie jetzt hier 5, 6 Monate schon trainiert, Alter, fast jeden Tag, weil sie keine anderen Hobbys mehr hat. Und ich soll dann wahrscheinlich hier noch in den letzten 6 Wochen hier mich auf Kampfmodus bringen. Das ist unfair. Da ich auch so für Fairness und Gerechtigkeit bin, das auch generell. Also wenn wir jetzt nochmal wieder back to the roots gehen, ja. Es geht mir auch schon ums Prinzip, dass ich ein Jahr warte. Und weil du jetzt vielleicht keine TV-Aufträge kriegst und falls Emmy wirklich absagt, vielleicht ist es immer noch so ein unsicheres Ding. Ich weiß, dass Emmy absagen wird. Die wird nie im Leben gegen Valentina, die wird auch gegen mich nie in den Ring stehen. Die wird sofort fliegen. Die wird sofort bei euch auf dem Schoß sitzen. Steigt sie gegen uns. Das weiß sie. Emmy ist eine Person, die hat nur in der TV-Show große Fresse. Steht die vor mir hier persönlich, ohne Kamera. Die wird nicht mal so mich trauen, Hallo zu sagen. Das kann ich dir schwören. Das ist nur alles vor Kamera. Geschäftsmodell. Kommst du hier vor mir, bist du klein mit Hut. Da kriegst du deinen Mund nicht mal auf, Girl. So, mit Valentina ist das Gleiche. Und ich finde, das muss man auch ein bisschen aus eigenen Stücken sich etwas verdienen. Wie gesagt, ich warte schon Monate, wenn man schon will, ein Jahr, über ein Jahr darauf. Ich wurde immer abgelehnt. Es wurde sogar frech gesagt, ich würde ihre Reichweite wollen. Ja, weil sie so ein beliebtes Girl ist, Valentina, ja. Okay, das kann ich aber verstehen. Also zum einen habe ich jetzt auch nicht bei Emmy beobachtet, dass die irgendwie großartig im Training ist. Jetzt findet dieser Kampf doch nicht statt. Ich verstehe das nicht so ganz, weil sie hat ja auch irgendwie eine ziemlich große Klappe da gemacht, ist an diesem Pool entlang stolziert und hat Kampfansagen gemacht und so und jetzt auf einmal doch nicht. Das ist auch, also womit wir uns hier beschäftigen, ne? Das ist auch der Wahnsinn. Und dass sie jetzt aber nicht einsteigen will, ohne sich genug vorbereitet zu haben, kann ich auch verstehen, ne? Also es soll dann schon mit rechten und fairen Dingen zugehen. Ja, wobei ich dich schon gerne im Ring sehen würde, ne? Mit Valentina, das wäre schon ein spannender Kampf.
Oh, und wenn jetzt Emmy noch wirklich Famefighting absagen würde, scheiße, dann kriege ich auch gar keine Gage für Famefighting. Dann war es das wieder dieses Jahr. Wie halte ich mich über Wasser? Klar, Influencer, aber irgendwann sind die Produkte auch schon so langsam ausgelutscht. Von allen Dingen, wenn man seine Follower immer nur anlügt und das Geld aus der Tasche zockt. So, und dann kommst du auf einmal wieder und sagst, ja, scheiße, gegen wen könnte ich denn noch boxen? Ach, da war ja wer, Christine. So, und jetzt muss ich aber so stark sein und sagen, ich bin jetzt aber leider die Plattform, die ich dir noch geben würde, die allerletzte wahrscheinlich in diesem Jahr. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, sie hat sie einmal so ganz kurz komplett auseinandergepflückt, obwohl weiß man nicht, ne? Ist ja vielleicht gar nicht so. Vielleicht läuft's ja bei dir so und du projizierst einfach nur auf sie. So ist das nämlich. Kennst dich ja ziemlich gut aus mit so Bergabfahrten. Bei mir ist halt auch noch so, vielleicht habe ich ja auch noch so das ein oder andere zu machen, ne? Projekt. Und da musste ich auch erstmal gucken, ob es zeitlich drinne wäre. Und das ist es eigentlich nicht mehr dieses Jahr. Ich habe gar keine Zeit mehr, Leute. Ich bin so busy, also wirklich, ich habe so viel um die Ohren, ja. Und dann hakt es einfach innerlich, dass ich nicht springe, wenn du schlüpfst. Es war genügend Zeit. Und ich soll dir jetzt die Taschen füllen. Du müsstest mir erst mal meine Taschen füllen. Und das ist es halt einfach. Also, ich sage euch jetzt gerade ehrlich, man ist am Überlegen, aber ich weiß, ich würde euch einen großen Gefallen tun. Also ich glaube, der Schatz hier versteht halt nicht so, wie das Business läuft, ne? Sie ist ja immer sauer, dass Leute irgendwie Geld verdienen mit ihr. Maus, das ist so ein bisschen, da verdient die eine Hand mit der anderen und so. Und das läuft auch irgendwie alles zusammen. Das ist wie ein großes Rad zu sehen. Und auch die YouTuber und die Presseleute und die Leute, die mit dir in den Ring steigen, das ist alles ein Geben und Nehmen. Und jetzt läuft es vielleicht gerade gut bei dir, was ich auch zu zweifeln wage. Aber dann läuft's, weißt du, morgen wieder schlechter. Und dann freust du dich natürlich auch, wenn da wieder jemand einsteigt. Also hör auf mit dieser ekligen Art, dieses, ja, du verdienst kein Geld durch mich. Ja, es ist einfach so. Das läuft so. Das, du kannst alleine in dieser Welt nicht alles schaffen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn da verschiedene Instanzen zusammenarbeiten und etwas Großes am Ende erschaffen. Die hat immer so Schiss, dass man der irgendwas wegnimmt, dass man so Geld verdient, was sie bekommen sollte. So eine Gierige ist das. Ich will eigentlich auch gar keine Werbung machen. Überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich eher richtig geil. Wenn es wirklich so stimmt, dass Valentina dieses Jahr nicht beim Promi-Büßen ist, dann hat uns das echt was zu sagen. Denn man muss erstmal überlegen, was ich gemacht habe. Ich konnte büßen und habe Büße getragen. Und dann muss man mal gucken, was Valentina gemacht hat mit Produktionsmitarbeiteranzeigen und so was alles. Habe ich ja in der Presse alles gelesen, falls dem so stimmen sollte. Aber ich glaube schon, dass der Schachmatt. Danach bist du nicht mehr genommen. So, und ich, wenn es dieses Jahr nicht so ist, hoffe ich, dass es nächstes Jahr auch so ist. Also auch nicht so ist. Und weil man muss ja erstmal am Promi-Büßen vorbei. Wenn du erstmal öffentlich verkackt hast, musst du eigentlich erstmal Promi-Büßen, Büße tragen. Und wenn du das dieses Jahr nicht schaffst, dann wünsche ich dir, dass du es nächstes Jahr auch nicht schaffst, dass du mindestens 5 Jahre oder 6 Jahre oder am besten ganz von deiner Bildfläche verschwindest. Aber eklig, ne? Schatz, wo soll das denn hin? Also die Energy um dich herum ist wirklich unterirdisch. Also so wirklich dieses mies, muschelige, so bad energy. Du gibst mir wirklich so richtig bad energy. So ganz den anderen nix, ne? Willst, dass die da verschwinden von der Bildschirmfläche. Warum? Warum? Warum beschäftigst du dich da nicht irgendwie so mit deinem Vorankommen und hörst auf, so anderen so Schlechtes zu wünschen? Das verstehe ich nicht. Okay, Tara und Christine streiten sich. Tara schreibt, jede dahergelaufene nennt sich heutzutage Queen nach 2 Shows. Christine und Parabor einfach mal die Klappe halten. Wie wäre es damit? Ich denke, es ist ein Unterschied, ob man seit mittlerweile 5 Jahren mit dem Künstlernamen Queenie in der Öffentlichkeit steht, worunter die Leute einen kennen, oder aber man es nur für möchtegern Stories benutzt. Also psst, psst, steht euch besser. Manche Girls sind so nervig auf Insta, Big Mouth, und wenn sie mich wieder auf einem Event sieht, angekrochen kommen und sagen, es war nicht so gemeint. So kennen wir sie doch, die liebe Tara. Und wer hat hier nur 2 TV-Shows gemacht, falls du mich meinst? Ich war in 5. Entschuldige bitte, du Dummer. So, und jetzt haben wir hier Beauty and the Nerd. Und die Süße hier war ja Linda. Linda. Wie mir zugetragen wurde, darf sich nun jeder hier Queen nennen. Queen des was? Scheißhaufen, die wahre Queen ist wieder da und das ist sie selbst. Und dann fragwürdig, wer hier der Scheißhaufen ist. Oh Gott, Leute, ihr seid alle scheiße und wir lieben euch. Yeah, yeah. 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 Yeah.
Ich kann nicht mehr. Ich liebe das Boxen von Queenie sieht aber echt ein bisschen so aus. Also das ist wirklich ein bisschen lustig. Und ich fange einfach mal damit an, euch die ganze Situation besser zu erklären. Schatz, du weißt, ich mag dich, ne? Ich bin wirklich ein Fan von dir. Aber diese Location zum Aufnehmen deiner Story ist nicht so schön. Damit ihr verstehen könnt, warum ich reagiert habe, wie ich reagiert habe, weil es aus meiner Sicht natürlich alles schlüssig war, aber als Zuschauer könnte man es eventuell falsch verstehen. Also erstmal hatte ich von vornherein gar kein Problem mit Alessa. Ganz im Gegenteil, wir hatten nämlich so eine kleine Vorgeschichte. Sie hat mich, als ich bei Are You The One noch war, in der Zeit angeschrieben bei Instagram und hat mir noch Props gegeben und hat gesagt, hey, ich fand's voll cool, wie du da warst und ich habe mich voll gefreut. Ich dachte mir, nice, auch wenn ich halt mitbekommen habe, dass sie bei Love Island nicht ganz so gut rüberkam. Aber ich dachte mir, egal, ich mache mir mein eigenes Bild von den Menschen und ich habe überhaupt gar keine Vorurteile, weil wir wissen alle, im TV steht man schnell mal anders da, als man wirklich ist. Also sie war wirklich übertrieben nett zu mir und hat auch direkt angefangen, mir richtig viele Sprachnachrichten zu schicken und ihr Herz auszuschütten über ihre Love Island Zeit, kann ich euch hier gerne zeigen. Jetzt behauptet sie in irgendwelchen Kommentaren, ich wäre das gewesen, aber nein. Ich wusste es. Alessa ist, glaube ich, so eine richtig, ich sag immer zu der, sorry, dass ich das so sag, die kann ja auch irgendwie nicht so viel, glaube ich, dafür, aber ich finde die so widerlich. Darf man das so sagen oder ist das schon zu viel? Ich finde, die ist so ein widerlicher Charakter. Alleine auch, dass sie dann jetzt behauptet, das wäre nicht so gewesen. Ne, sie zeigt uns hier schwarz auf weiß die Nachweise. Hey, da gab es etliche Voicemails und so. Und dann, die ist so eine eklige einfach. Mit der Witze, glaube ich. Und die wundert sich dann, warum die so viele nicht mögen. Weil du eklig bist. Weißt du? Eklig einfach. So ein ekliger Charakter. Ich weiß gar nicht, wie das entsteht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube auch, weil die so richtig auf süß macht so ein bisschen. Aber ich finde, bei Ex on the Beach kommt spätestens so richtig ihre ganze Farbe rüber. Und die, also wirklich, ne, also ich äußere mich auch wirklich selten so über Menschen. Aber da muss schon wirklich was passieren. Aber da schwingt bei mir so richtig so ein Ekel rüber. Etliche Situationen, die sie geliefert hat. Und ja, ich bin da voll auf Eddas Seite. Ich verstehe gar nicht, es ist schwer für mich nachzuvollziehen, wie man das da in dem Fall nicht sein kann. Genau, es gab so eine kleine Vorgeschichte, deswegen habe ich mich gefreut. Hey, ich kenne niemanden, der bei Ex on the Beach ist, als ich reingekommen bin. Und habe das eher als positiv empfunden. Man hat keine Gespräche zwischen mir und Alessa gesehen, was ich ein bisschen schade finde. Weil sie mich auch sehr dazu gepusht hat, was mit Fabi zu haben. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, sie wollte dieses Drama mit mir unbedingt haben und irgendwie eine Stresssituation erzeugen. Ja, das würde sehr, sehr passen zu meinen Beobachtungen bezüglich Alessa. Das könnte wirklich sein. Sie pusht dich erstmal dahin, ne? Und dann haben wir einen Streitpunkt. Und dann können wir hier ein bisschen abliefern und so. Und das gefällt uns dann allen. Und RTL bucht mich dann wieder. Und dann passt das alles. Und so stufe ich Alessa ein. Dann fing das ja mit Paddy an. Und die Sache hat mich einfach aus dem Grund sehr sauer gemacht, weil er natürlich einen Tag vorher noch zu mir gesagt hat, hey, ich will dich unbedingt zurück und mich interessiert hier keine andere Frau. Ich habe das in der Situation natürlich eh nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, as if. Also niemals willst du mich zurück. Und er hat ja auch Sätze gesagt wie, wenn du mich nicht willst, gehe ich wieder nach Hause. Und ich kämpfe jeden Tag um dich. Und dann habe ich gedacht, ja, wollen wir mal sehen, weil ich bin ja gar nicht mit der Intention, ihn irgendwie zurückzubekommen, da reinzugehen, weil er war mir eigentlich wirklich relativ egal. Aber trotzdem haben wir uns immer gut verstanden. Wir hatten auch eine coole Zeit zusammen. Und deswegen hat mich diese Lüge menschlich so krass enttäuscht, dass ich einfach richtig sauer geworden bin, weil ich mir dachte, sag mir doch einfach die Wahrheit, du musst mich doch nicht anlügen. Du kannst mir sagen, hey, ich finde hier andere Frauen interessant. Und nicht einen Tag später hängen die aufeinander wie zwei Klebstifte. Und ich dachte mir, ey, guck, ich richtig fall in meine Augen. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Das kann man doch aber auch verstehen, oder? Ich muss sagen, ich verstehe die voll. Es ist einfach ein richtig widerlicher Move, der so respektlos in meine Richtung ist, dass ich einfach nur ausrasten möchte, wenn du mir einen Tag vorher sagst, du bist hier, nachdem du mich verarscht hast, bist du hier und willst nur mich und findest nur mich toll. Das heißt, du verarschst mich einfach wieder, ja? Also trittst nochmal richtig mit Füßen auf mir, weil du dann nämlich einen Tag später auf Attacke gehst mit einer anderen im Pool. Also Paddy ist auch einfach genauso kaputt. Ja,
Und dann kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie da einfach komplett ausrastet einmal. Und die beiden waren wirklich sehr provokant. Also ich lasse mich eigentlich nicht leicht aus der Bahn werfen, nicht leicht provozieren, aber die beiden waren wirklich krass. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, Leute. Und so, dann war natürlich auch direkt alles, das ganze aufgesetzte Freundschaft zu mir vorbei. Also ich sage euch ehrlich, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Und die Situation ist tatsächlich nur entstanden, weil ich wollte einfach nur mit Paddy ein Gespräch führen und ich wusste, dass die beiden da sind, deswegen wollte ich auch gar nicht hingehen. Aber alle meinen, ja, geh jetzt hin und bin ich jetzt von dann. Ich habe mich da so aufhetzen lassen und dachte mir, ja, egal, scheiß jetzt drauf, ich gehe hin, auch wenn es cringe ist, und kam alle mit. Und ich habe mich gefühlt wie im Kino. Ich dachte, da fehlt nur noch das Popcorn hier für die anderen. Also wirklich ganz unangenehme Situation, aber ich konnte irgendwie auch nichts machen. Ich kam da auch nicht mehr raus. Ich dachte mir, okay. Und das ganze Gespräch war so provokant, weil Paddy ist hier im ganzen Gespräch aus dem Weg gegangen. Alessa hat sich dann noch eingemischt und Sätze gedroppt wie, ja, innerhalb von einem Tag kann sich ganz viel ändern. Und ich dachte mir, geh einfach. Also ich wollte ja eigentlich nur mit ihm alleine reden, deswegen dachte ich mir, geh bitte einfach aus dem Raum. Es nervt. Ich freue mich auf gar keinen Fall, dass ich geweint habe. Ich bin nun mal ein sehr emotionaler Mensch, wie ich in der Folge gesagt habe. Ich heule immer, gerade wenn ich irgendwie gestresst bin oder irgendwie verletzt oder keine Ahnung, manchmal auch einfach, wenn mein Puder runterfällt. Und dann von einer gewissen Kandidatin jetzt unterstellt zu bekommen, es wäre alles nur für Show. Also ich kann leider nicht auf Knopfdruck weinen, ich kann auch nicht fake weinen. Ich wünschte manchmal, ich könnte es, aber I can't. Also ich fände, es wäre krass, wenn ich es könnte. Aber nee, ich schäme mich nicht für meine Emotionen. Emotionen haben alle eine Daseinsberechtigung und Leute, haltet eure Emotionen nie zurück. Klar, in der Situation ist alles ein bisschen übergekocht und ich sitze jetzt auch mit Gänsehaut vom Fernseher und denke mir so, Girl, was tust du da? Bist du der Lulu? Und es ist auch absolut okay, der Lulu zu sein. Und es ist absolut sympathisch, dann danach da zu sein und zu sagen, ey, ich war der Lulu. Und ich war einfach der Lulu. Und ja, vielleicht habe ich übertrieben und vielleicht weine ich, weil, keine Ahnung, ich einen feuchten Furz rauslasse und es in der Bahn dann stinkt oder mein Puder fällt runter oder keine Ahnung. I don't know. Ja, aber es ist einfach so. Und heute haben wir die Emotionen, morgen nicht. Und heute bewerten wir die Situation so und morgen so. Und dann ist doch alles gut. Ich glaube, ich habe schon ganz gut beantwortet, weil ich häufiger die Nachricht gelesen habe, hey, warum bist du wieder zurück zu Paddy? Warum standest du noch auf, oder du musst doch noch auf den gestanden haben, sonst hättest du doch gar nicht so reagiert. Nein, Leute, ich bin ein Mensch, ich werde generell einfach nicht gerne angelogen. Ich dachte halt einfach, okay, aus Respekt der anderen Person gegenüber, weil wir ja doch eine gute Zeit zusammen hatten und uns gut verstanden haben, alles Mögliche, muss man sich ja nicht anlügen. Aber Paddy ist wirklich eine Red Flag, wie sie im Buche steht. Und er erzählt natürlich jeder, was sie hören möchte oder was er denkt, was sie hören will. Das hat er bei mir auch gemacht, das hat er schon häufiger gemacht. Und er erzählt auch tendenziell sehr vielen Frauen dasselbe. Und das war tatsächlich mein Problem. Ich bin einfach sehr sauer geworden, dass er mich vor laufender Kamera angelogen hat, dann noch gegaslightet hat, noch gesagt hat, nee, das habe ich niemals gesagt. Und ich dachte mir, doch, da sind doch Kameras, guckst du doch einfach später am TV an. Und das war tatsächlich mein Problem, dass er sein Wort nicht gehalten hat, mich angelogen hat und mir, also mich dann einfach frech gaslightet. Ich glaube halt auch, sie ist somit die einzige Frau im Trash-TV, die überhaupt feststellen kann, wenn sie gegaslightet wird und es auch benennen kann. Alessa zum Beispiel, ne? Glaubt ihr, die kennt das Wort? Die macht es ja selber. Die hat keine Ahnung, was das ist. Deswegen, also das ist, auch da sind die ja schon auf so ganz unterschiedlichen Ebenen. Und deswegen finde ich die Edda einfach so toll, weil die das halt einfach benennen kann, ne? Paddy weiß auch nicht, was Gaslighting bedeutet. Oder Manipulation oder emotionale Abhängigkeit oder irgendwie sowas. Das ist für die, das sind Fremdwörter. Das ist so, als würdest du mit denen über, I don't know, chinesische Buchstaben reden. Weil ich bin überhaupt der letzte Mensch, der in der Dating-Show kritisiert, wo Leute sich kennenlernen und irgendwann drum macht. Und ich will das niemandem verbieten. Macht euer Ding. Wie gesagt, es ging nur um die Sachen, die vorher gesagt wurden. Und ich habe es einfach nicht verstanden, woher dieser Sinneswandel auf einmal kommt. Und na klar, provoziert mich so ein Verhalten. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin da offen, ich will neue Männer kennenlernen. Und das habe ich gemacht. Die andere Person wollte keine neuen Leute kennenlernen und natürlich verletzt einen dann so ein Verhalten, wenn man ihn angelogen wird. Aber für Außenstehende ist es vielleicht schwierig nachvollziehbar. Aber ich habe einfach starke Emotionen in mir und ich habe mich einfach verarscht gefühlt. Punkt. Grundsätzlich habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Gehe gerne mit deiner Unterwäsche im Pool. Also bei mir nichts Schlimmes. Hätte ich vielleicht auch irgendwann mal gemacht. Aber ich finde diesen Beigeschmack so ein bisschen komisch, dass ich glaube, es war vor, keine Ahnung, 4, 5 Folgen.
als sie im Boom Boom Room war und sich darüber beschwert hat, dass Sharon sie in Unterwäsche gesehen hätte. Was ja eh schon ein bisschen komisch ist, weil es sind ja überall Kameras, aber jeder soll sich in einer Situation so wohlfühlen, wie sie ist. Aber dann, ein paar Folgen später, da wird vor allem in den Pool gehen und dann ist es auf einmal nicht mehr schlimm. Wie hohl willst du sein? Und ein Letzter schreit, ich hier, egal so hohl wie es geht, bratzig und hohl halt einfach, weil, genau, was für ein gutes Beispiel. Im Boom Boom Room, als du da in Unterwäsche standst, war auf einmal Sharon die Blöde und die Böse, weil sie hat dafür gesorgt, dass du dich unwohl fühlst, weil sie dich in Unterwäsche sieht. Und dann gehst du 4 Tage später in Unterwäsche in den Pool, wo alle sind. So, welchen Sinn macht das? Wirklich. Wie oft ist sie gegen die Wand gelaufen? Ich frage mich das. Versteht ihr, dieser Charakter, das geht für mich nicht klar. Emma's Health. 23.07.23, heute vor genau einem Jahr, um 16.23 Uhr hast du mir in einer Pringles-Packung einen Zettel versteckt, worin stand du und ich und du willst du. Wir haben in dem letzten Jahr extreme Höhen und extreme Tiefen miteinander erlebt und ich bin so glücklich, dass uns genau das jeden Tag stärker und enger zusammen wachsen lässt. Als ich dich das erste Mal sah, hatte ich so eine innerliche Sicherheit, dass du zu mir gehörst. Man könnte auch sagen, Liebe auf den ersten Blick, Inshallah auf den Rest unseres Lebens. Oh. Nee. Ich fühle es immer noch nicht. Wie geht's euch damit? Wir haben hier Amy Ross. Hey, Wahl, Pferd, Fremdgängerin, wieso repostest du das denn nicht? Weil dich alle auslachen würden, weil hier die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Hat Amy oder Valentina den Kampf abgesagt? Also objektiv betrachtet, ohne Emotion war es so. Beide haben sich inoffiziell auf 46,9 geeinigt und beide zugesagt. Klar liegt hier der Vorteil bei Emmy. Valentina hat dies aber nachverhandelt auf 48 Kilo, um sich den Vorteil ein bisschen zurückzuholen. Dann haben sich beide beim Challenger-Event auf 48 geeinigt und wieder beide zugesagt. Valentina wollte noch auf 50 Kilogramm nachverhandeln, um sich den Vorteil weiter zurückzuholen. Emmy hat dem nicht zugestimmt, weil sie sich schon zweimal geeinigt wurde. Valentina hat daraufhin geantwortet, okay, dann bleiben wir auf 48. Doch das wollte Emmy dann auch nicht mehr, weil für sie dann zu unsicher und professionell wurde durch die Nachverhandlungen. Hä? Ja, aber wieso? Nee. Ich verstehe halt nicht, warum Emmy dann nicht bei 48 geblieben ist, ehrlicherweise. Also, die hatten 46,9, ja? Dann hat Valentina gefragt, ob die 48 machen können. Dann hat Emmy gesagt, okay, dann waren sie bei 48. Dann hat Valentina gesagt, okay, geht 50. Dann hat Emmy gesagt, nein, geht nicht. Dann haben sie gesagt, okay, wir bleiben bei 48. Fertig. Das ist ein Verhandeln. So, und dann aber zu sagen, nee, 48 auch nicht, da würde ich jetzt aber sagen, liegt der Fehler bei Emmy. Weil man kann ja nachfragen. Also, oder nicht? Are you the one VIP? Hatte Amy Ross bei den Dreharbeiten einen Freund? Angeblich war Amy Ross während ihrer Teilnahme bei I the One Love vergeben. Aha. Ich bin wieder vom Strand und mein größter Fan hat über mich gesprochen. Und ich bin jetzt hier, um euch die Wahrheit zu erzählen, weil ein Mensch, der seinem jahrelangen Freund so dreist und ekelhaft fremd geht, dem sollte man doch nichts glauben. Ich glaube, da sind wir alle uns einig. Ich wusste schon damals bei der PBB, Promi Big Brother, Late Night Show, wo ihr Lappenfreund den Antrag gemacht hatte, dass alles geplant und gefaked war. Wie sie schon so gut sagt, für Klicks und für Follower. Sie spricht ja nur davon. Ich glaube, sie ist wirklich hängen geblieben auf dieser ganzen Fame-Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, für wen sie sich hält, wirklich nicht. Also sie hat wirklich einen niemand. Also du kannst fragen, wen du willst. Sie kennt einfach niemand. Kein Sender mehr will von ihr wissen oder mit ihr zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, was du denkst, was man für einen Profit aus der ziehen könnte. Gar keinen. So, und der Einzige, der am Boden im November liegen wird, das bist du. Und dann werde ich diejenige sein, die mein Handy drauf hat und sagt, wie war das nochmal? Ich bin auf jeden Fall jetzt hier, um euch die Wahrheit zu erzählen. Hier hat keiner einfach so irgendwas abgesagt. Sie hat mir in der Veranstaltung keine andere Wahl gelassen. Also sie hat wirklich einen Telefonterror veranstaltet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich bin professionell und verrate vieles einfach nicht. Aber wenn ihr wüsstet, was sie hinter den Kulissen eigentlich alles veranstaltet, das ist krank. Also sogar ihr Manager,
ist meiner Meinung nach so unprofessionell, weil die beiden haben 46,9 Kilo zweimal zugesagt, mehrmals wieder abgesagt. Und nein, wir haben jetzt mit unserem Ernährungsberater und mit sonst wem was gesprochen gehabt, mit dem Trainer sogar war das damals. Das geht nicht, wir müssen doch wieder. Also, es war zugesagt, intern. Wie unprofessionell ist das eigentlich? Okay, das aber gut, dann nehme ich meine Meinung gerade zurück. Weil natürlich, der Eugen hat das einmal ganz kurz zusammengefasst und dann würde man denken, ja, okay, hä? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich krank abgelaufen ist und dass da wirklich so ein dolles Hin und Her war. Und dann könnte man natürlich schon auch ein dementsprechendes Bauchgefühl entwickeln als Emmy und sich sagen, nee, also Schatzis, was ist los bei euch? Wie professionell soll das hier sein? Am Ende bereite ich mich vor, lebe mein Leben danach und kurz vorher sagt ihr, nee, die braucht auf einmal doch 62 Kilo. Die Story vor kurzem, ach, wenn du für mich zunehmen möchtest, Emmy, dann kann ich ja bei 50 Kilo auch bleiben, weil ja 48 dann schon der Dinge geeinigt waren eigentlich. Erinnert ihr euch an die Story? Ich erinnere mich, das war eins der letzten von ihr. Ja, dieses ständige Drohen mit, ach, jetzt werde ich doch mehr wiegen und ach, jetzt musst du für mich zunehmen, jetzt musst du für mich das, jetzt will ich das, Emmy aber das, Emmy soll das, aber warum? Ihr wisst gar nicht, was wir uns hinter den Kulissen alles von dieser Fremdgängerin anhören müssen. Ich werde natürlich im November kämpfen. Natürlich werde ich einen Kampf haben. Wisst ihr eigentlich, wie viele gegen mich antreten wollen? Und das, sie ist mir einfach zu unprofessionell. Punkt aus Ende. Jeder von euch hätte schon viel, viel vorher sie ans Arsch der Welt geschickt und gesagt, ey, weißt du was, Mädchen, es reicht einfach. Und ich möchte im November dastehen mit einer Gegnerin, die zuverlässig ist, sich an ihr Wort hält und nicht jede Woche kommt mit, ach, ich möchte jetzt doch in diese Gewichtsklasse, ich möchte jetzt doch, das ist mir zu unprofessionell. Maus, du hast mich herausgefordert, ich habe zugesagt und du hast extra die Sachen kompliziert und uns allen schwer gemacht, dass du gar keine andere Wahl uns gelassen hast, als zu sagen, weißt du was, stecke deinen Kampf in den Arsch. Okay, verstehe ich, aber... Und ich finde es halt auch cool, dass Emmy sagt, so, sie will kämpfen, sie wird kämpfen, nur halt eben gegen eine Person, die professionell ist und die sich an Inhalte des Vertrags hält und da nicht andauernd irgendwelche Änderungen anstößt. So, da kommt also endlich mal eine, die das Spiel anders spielt, nicht eine von vielen Gleichen ist, die mit Kommunikation und richtigen Kennenlernen handelt, um so rauszufinden, wer mein Perfect Match sein könnte, statt nur stumm zu sein, langweilig, billig und auf Bumsbasis. Ich meine, soll jeder machen, wie er will. Ihr wisst, ich bin die Letzte, die irgendjemanden kritisiert. Aber wenn man auf mich mit dem Finger zeigt, dann verteidige ich mich auch und das wisst ihr auch. Man sieht meiner Meinung nach doch, dass die Zuschauer es lieben zu 1000%, dass es endlich jemand mal anders macht. Ich sehe zu 99% nur Leute, die es feiern und gefühlt nur darauf gewartet haben, dass jemand wie ich mal kommt und es anders macht als alle. Denn so ein positives Feedback habe ich wirklich selber niemals erwartet. Ich war ja einfach ich selbst. Man kannte mich halt nicht, wie ich in einem Dating-Format aktuell auftreten würde. Und mir braucht auch keiner irgendwelche Geschichten aus dem Temptation Island VIP von vor über 3 Jahren auszugraben, denn Menschen ändern sich. Und alle, die mit dem Argument von Temptation Island VIP kommen, sind scheinbar seit Jahren irgendwie hängen geblieben oder so und haben sich nicht entwickelt als Mensch. Denn ich finde, gerade eine junge Person wie ich entwickelt sich nun mal ständig weiter. Aber gut, versteht nicht jeder. Zurück zum Thema. Das Spiel ist ja nicht, wer leckt und bumst am meisten in kürzester Zeit, weil wie willst du denn so was über die Person erfahren, um an ein Perfect Match zu kommen? Ich glaube, ich habe recht. Und ich kann mein Perfect Match auf meine Art und Weise suchen und nicht auf die Art und Weise, wie es andere gerne haben wollen. Und damit meine ich auch Sophia Tomala, die mich ja fleißig kritisiert in irgendwelchen Kommentarsections mit sinnlosen Argumenten, weil recht hat sie ja nun mal einfach nicht. Alle anderen Kandidaten kriechen ihr in den Arsch, weil sie keine genügend große Klappe haben und Angst. Aber wenn mich jemand angreift und nicht recht hat, argumentiere ich zurück. Und Angst habe ich schon mal vor gar niemanden. Naja, klar, geht die Sendung über Bumsen und all das Ganze, aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, sein Perfect Match zu finden und auf die Mission bin ich auch gegangen. Und dazu, wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich woanders bewerben oder nirgendwo?
Also beworben habe ich mich ja schon mal nirgendwo. Ich wurde angefragt und wie du sehen kannst, Sophia, fahre ich das Tempo, das ich will und nicht das, was ihr wollt. So, ich lasse mich auch nicht manipulieren oder beeinflussen, auch nicht von anderen Kandidaten, von dem, was sie vor Ort getrieben haben, sondern ihr wisst, ich mache immer das, was ich für richtig halte, egal zu welchem Zeitpunkt. Also, das war das Statement von Emmy zu dem Thema, ne? Ja, warum sie da nicht so rumleckt wie alle anderen. Und ich muss sagen, es ist ein starkes Statement. Also, mal dahingestellt, was ihre Motivationen sind, das so zu machen oder nicht. Ich finde, eine Sophia Tomalla ist da häufig sehr, wie soll ich sagen, extrem unterwegs. Und also soll auch jeder sich dort in dieser Sendung verhalten, wie er möchte. Vor allem so eine kindische, wirklich Laura, irgendwie als, die hat über die wohl gesagt, sie hätte sich weiterentwickelt. Entschuldigung, sie verhält sich einfach wieder wie eine Zwölfjährige, weil Chris irgendwie mit jemand anderem rummacht. Macht sie Protestverhalten und knutscht mit irgendwelchen anderen Menschen rum. Wo hat die sich weiterentwickelt? Ich bitte dich. Also, nee, ich muss sagen, ich mag alleine die Tatsache, dass er mir sich so sagt, nee, ich setze mich hier hin und wehre mich gegen Sophia. Weil viele haben, glaube ich, einfach Angst vor der. Und das alleine ist schon Grund genug, um Props an Emmy auszusprechen. Okay, sie hat hier noch eine kleine Fragerunde gemacht. Und dann wird sie hier gefragt, warum verhältst du dich oft als was Besseres? Und sie so, hä, weil ich es bin. Ich kann in den Spiegel schauen. Ich habe meine Werte als Frau klar und deutlich vertreten und offen gezeigt und kommuniziert. Ich bin einfach eine richtige Frau und nichts für eine Nacht. Das tut mir leid, falls es euch nicht gepasst hat. Achso, das ging hier noch ein bisschen weiter. Gut, die Aussage finde ich halt sehr, sehr schwierig. Ich bin eine richtige Frau und keine Frau für eine Nacht. Das macht eine richtige Frau nicht aus. Ich finde es gut, dass du dein Ding machst. Ich finde es gut, dass du dich gegen Sophia hinstellst und positionierst. Aber die Aussage ist Müll. Ich kann sagen, ich bin stolz darauf, wie ich mich zeige bei Are You The One und gezeigt habe. Weil, verstehe ich das richtig? Weil ich also nicht direkt meine Beine breit gemacht habe, werde ich kritisiert? Oder es wird sogar irgendwo behauptet, ich sei vergeben gewesen beim Dreh? Wo sind die Beweise? Ach, stopp mal kurz. Es gibt keine Beweise? Also so wirklich gar keine? Keinen einzigen? Wer ist denn der Glückliche? Also wer Gerüchten ohne irgendwelche Beweisen glaubt, der ist eh ganz, ganz unten angekommen. Aber gut, genau deswegen liebe ich meine Community und sie liebt mich, weil ich nicht mit auf den Zug mit aufspringe, mit dem, was alle anderen tun. Weil womit wäre ich denn sonst einzigartig? Womit wäre ich denn sonst Emmy Russ? Ich war schon immer anders und deswegen bin ich so erfolgreich. Das wollte ich mal kurz klargestellt haben. Danke an alle, die mich supporten. Wirklich, ihr gebt mir so viel Kraft. Danke, dass ihr dieselben Werte vertretet wie ich und das auch offen kommuniziert. Ja, und alle, die haten, ertragen müsst ihr mein wunderschönes Gesicht auf euren Bildschirmen, ob ihr wollt oder nicht, noch eine sehr, sehr lange Zeit. Denn Reality Queens ist gerade vorbei. Are You The One hat gerade angefangen. Und sehr, sehr bald kommt auch schon die nächste Überraschung. Bam, Leute, bam. Frisst das. Also ja, Emmy wird gerade sehr, sehr viel gebucht. Und ja, wie gesagt, außer dieser einen kleinen Sache mit was ist eine richtige Frau und was nicht, geiles Statement. Sie unterhält, sie entertaint total. Man würde meinen, okay, langsam ist vielleicht auch durch, weil die halt einfach auch in so vielen Formaten war. Aber nein, sie unterhält mich einfach weiterhin. Es ist einfach so. Sie ist einfach anders und sie bringt jetzt einfach nochmal einen Wechsel rein. Obwohl die schon seit so vielen Jahren da ist, finde ich, präsentiert sie sich jetzt immer von einer anderen Seite. Sowohl bei Reality Queens als auch jetzt bei Are You The One wieder. Finde ich cool. Die mag ich. Die ist auch nicht so, die ist nicht so wie Valentina. Ich finde, Valentina ist ein richtig, also kann so ein richtig böser Mensch sein. So auch wie Mike Sees und so, ne, dass man so denkt, okay, krass. Hier verschwimmen die Grenzen gerade von unterhaltsam sein und richtig, richtig toxisch sein. Und das sehe ich bei Emmy nicht. Und deswegen mag ich die einfach. Was sagt ihr zu dieser Folge? Danke für eure Zeit. Bis morgen. Tschüssi.